erste hatte diese blöde Küche, aber dafür diesen Wahnsinnsbalkon. Balkon ist doch super. Sag mal, sind das da Klassenkameraden von dir? Ich habe die noch nie gesehen. Schwarmleben in der Eifel. Ich glaube zwar nicht, dass die spürbar waren, aber die Häufung ist eher ungewöhnlich. Nein, guck mal, die Blasen. Ach, Prinzessin, das ist doch hier öfters so. Doch nicht so. Was war das? Keine Ahnung. Sind denn die Leute in Gefahr? Ich denke, man kann jeden retten. Tote Viecher haben wir noch nie. Was ist, wenn es ein zweites Beben gibt? Sie sind anderer Auffassung als ich. Und deshalb werden Sie jetzt auch hier den Mund halten. Wie lange dauert das, um die Manpower für so eine Evakuierung zusammenzustellen? Wir reden hier vom Bundeswehr. THW, Rotes Kreuz. Ja, ich kann jetzt hier nicht weg. Ach Mensch, du bist immer für alle da. Für alle in diesem ganzen bescheuerten Kampf. Nur für mich. Aber wie werden Sie weiter vorgehen? Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Grund zur Besorgnis. So Leute, verteilt euch auf die Busse. Langsam. Ich bin nicht vorbereitet. Der Seepegel ist gestiegen. Ich würde schätzen, einen halben Meter. Das kann nicht sein. Wenn das Seewasser auf die Magma trifft, dann hat das die Wucht von einer taktischen Atombombe. Davon abhalten, zu meinen Kindern zu fahren.